Was Benjamin S. seiner Nichte als Baby angetan hat, hat heute sogar den Richtern im Landgericht Saarbrücken fast die Sprache verschlagen. Der 34-Jährige hat mindestens 6-mal die Tochter seiner Schwester sexuell missbraucht. Dabei hatte er laut dem Chatprotokoll, welche der Staatsanwaltschaft vorliegen, Gedanken mit Gleichgesinnten ausgetauscht, die so widerlich sind, dass wir sie an dieser Stelle nicht wiederholen wollen. Die Richter sahen es auf jeden Fall als erwiesen an, dass er schuldig ist und für die Allgemeinheit eine Gefahr darstellt. Nun wird er wohl für mindestens 6 Jahre in der Merziger Forensik untergebracht. Erst nach Ablauf der Strafe werden Gutachter entscheiden, wie es mit dem 34-jährigen HIV-Kranken weitergeht. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, er kann noch in Revision gehen.